So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ja, ihr seht es bereits, es geht um Call of Duty Modern Warfare 2, die Remastered-Version, allerdings nur die Kampagne. Worum es mir eigentlich hauptsächlich geht, weil Multiplayer-Videos gibt es mittlerweile so viele, von den Kampagnen zwar auch, aber ja, keine Ahnung, egal. War 2000. Doch, ja klar, guck mal, da unten steht sogar 2009. Für was habe ich es denn gespielt? Ich glaube, ich habe es auf dem PC gezockt. Ich glaube ja. Ich war damals so gehypt von einem Trailer. Und die Story, die Kampagne, die war meiner Meinung nach echt super. Echt mega. Auch nach Teil 1. Echt nochmal einen draufgesetzt. Ich habe bereits schon mal angefangen, so von wegen Sound-Settings und sowas. Ja, können wir machen. Bei diesem Spiel handelt es sich um die vollständig neu gemasterte Kampagne des Originals Call of Duty Modern Warfare 2, das im Jahr 2009 veröffentlicht wurde. Alle Charaktere sind frei erfunden. Ja, gut. Okay. Hinweis zu anstößigen Inhalten. Es kann sein, dass manche Spieler einige Spielinhalte in einer der Missionen anstößig empfinden. Mein Gott, guten Morgen. Hätten Sie gerne die Möglichkeit, diese Inhalte zu überspringen? Sie können das Spiel trotzdem komplett abschließen und alle Trophäen erhalten. Nein, ich würde sagen, wir spielen es einfach komplett durch, auch wenn die Mission, ich glaube, No Russia heißt die. Wenn Sie die Frage bejahen, werden Sie nicht mehr gefragt, ob Sie Inhalte überspringen möchten. Ja, bitte nicht mehr fragen. Es ist, ja, wie gesagt, die deutsche Version aus dem PlayStation Store und es wird, glaube ich, gecuttet sein, also viel Spaß. Der Frischling, Sir. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Sakajew. Imran Sakajew. Mein Blut an ihren Händen. Je mehr Dinge sich verändern, desto mehr bleibt gleich. Grenzen ändern sich, neue Mitspieler erscheinen, aber Macht findet immer einen Ort. Wir haben mit den Rossen gekämpft und geblutet. War eigentlich klar, dass sie uns dafür hassen. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben und ich dachte, wir wären das. Schaltet man einen Feind aus, finden sie einen noch schlimmeren Ersatz. Orte ändern sich. Der Grund, das Ziel. Feinde von gestern sind die Rekruten von heute.
beten wir, dass sie sich nicht plötzlich entscheiden, dich zu hassen und die Seite zu wechseln. Jeden Tag die alte Leier. Sie wissen, was ich suche, Sergeant Foley. Halten Sie die Augen offen. Eine neue Gruppe geht durch die Grube, Sir. Ich schicke Ihnen den Besten. Das wären ja dann wohl wir. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Willkommen zu Abdrücken für Anfänger. Private Allen gibt uns jetzt eine kleine Vorführung und zeigt uns, wie das gemacht wird. Das bin ich. Nicht für ungut. Aber ich sehe schon jede Menge Leute hier aus der Hüfte feuern und ziellos um sich ballern. So verfehlt man nicht nur sämtliche Ziele, sondern das sieht auch scheiße aus. Private Allen, zeigen Sie ihnen, wovon ich rede. Nehmen Sie die Waffe vom Tisch und feuern Sie auf die Ziele hinter Ihnen. Wird gemacht, Doktor. Umdrehen und auf die Ziele feuern. Aus der Hüfte, was? Drücken, ach so, okay. So. Gesehen? Seine Kugeln sind in alle Himmelsrichtungen geflogen. Ja. Man muss das Ziel anvisieren, indem man ruhig ist und die Zielvorrichtung benutzt. Private Allen, zeigen Sie unseren Freunden, wie die Rangers ein Ziel erledigen. Erst Jawohl. Ducken, dann das Ziel mit der Zielvorrichtung anvisieren. Mehr ist nicht dabei. Wenn das Ziel fallen soll, muss man die Zielvorrichtung benutzen. Mhm. Mit der Zielvorrichtung kann man auch schnell zwischen Zielen wechseln. Man benutzt die Zielvorrichtung und wechselt dann raus und wieder rein, um neue Ziele zu erfassen. Vorführen, Private. Wenn das Ziel nahe der anvisierten Position ist, kann man es erfassen, indem man die Zielvorrichtung benutzt. Ich weiß nicht, ob das im Real Life auch so funktioniert. Ah, fertig. So ist es richtig. Man muss seine Ziele schnell und kontrolliert erledigen. Mhm. Wenn sich das Ziel hinter leichter Deckung befindet, benötigt man Waffen, die durch sie das Ziel treffen. Der Private wird das demonstrieren. Werde ich das? So. Hat er gut gemacht. Zu guter Letzt muss man lernen, wie man eine Splittergranate wirft. Private Allen, nehmen Sie die Splittergranate vom Tisch. Mit einer Granate kann man gleich mehrere Ziele ausschalten. Okay. Oh, hier, guck mal. Dann war da eine hin. Da kommt auch noch eine hin. Oh. Gut. Splittergranaten neigen dazu, auf abschüssigem Gelände zu rollen. Das sollte man beim Werfen bedenken. Gut. Danke für die Hilfe, Private Allen. Ja. Jetzt rüber zur Grube. General Shepard will sehen, wie Sie den Kurs bestehen. Gern geschehen. Jungs, habt ihr gesehen, ne? Habt ihr gesehen, wie das geht? Also. Was Sie so gelernt haben. Bis später, Mr. Hassan und Paris. So, man kann, glaube ich, immer noch diese Aufklärungsdaten ein... Ich meine, das waren Aufklärungsdaten, ne? Sergeant Lutz. Aufklärungsdaten sammeln. Ich meine, das waren wie in Teil 1 Laptops. Ich würde mich gerne hier nochmal ein bisschen umsehen. Aha. Aha, aha, okay. Ist, kann man da hoch? Ja, ja, vorgesehene gelbe Markierung. Alles klar. Keinen gelben Schnee essen. Und, siehst du was? Hallo? Ja, verpasst. Super. Aber ich muss sagen, es sieht doch schon etwas schicker aus als das Original, was auch kein Wunder ist. Es sind immerhin... Was haben wir denn? 11 Jahre. 2020 haben wir schon. 2020. Burger Town? Wirklich? Was kostet der Spaß denn? Ich kann es absolut nicht lesen. Gut. Was haben wir hier? Security Checkpoint. So, ich meine auf... Oh ne, zu dem kommen wir nicht. Auf irgendeinem Turm waren, glaube ich, auch schon Aufklärungsdaten.
Hi. Oder auch nicht. Ja, haben wir jetzt alles, ne? Das war jetzt alles. Er hier ist noch am Reparieren. Er da oben war eben am Schweißen. Auch nicht schlecht. Die Jungs hier spielen Basketball. Wie im Original. Ah, das bringt Erinnerungen zurück. Erinnerungen, das sage ich euch. Einerseits ist es zwar schade, dass es nur die Kampagne ist. Andererseits sind die Kampagnen von Modern Warfare meiner Meinung nach die besten von Call of Duty. Hey Private, willkommen in der Grube. Jo. Ich habe gehört, General Shepard will einen Schützen aus unserer Einheit für einen Spezialeinsatz. Mhm. Er beobachtet uns von oben. Nehmen Sie sich eine Pistole. Ah, da ist er. Mr. Shepard. Mhm. Gut, er wird uns noch... Wechseln. Habe ich doch schon. Gut, jetzt wieder die Pistole nehmen. Gesehen, wie schnell das ging? Nicht vergessen, zur Pistole zu wechseln ist schneller als nachladen. Hä, warum kann man... Für die Kameras lächeln. Wofür? Shepard schaut zu. Der beste Schütze kommt in den Primadonna-Trupp. Wenn das was für Sie ist. Primadonna hört sich gut an. Okay, gehen Sie rein. Die Zeit beginnt so. Mit dem ersten Ziel. Zeit beginnt mit dem ersten Ziel. Ich weiß nicht, warum wir nicht erste Wahl sind. Die Rangers können eigentlich alles, was die Deltas auch können. Aber egal, Mann, so sind sie. Gut. Sergeant Foley. Verdammte Rumsitzen. Alter. Wann gibt's mal echte Action für uns und nicht immer dieses Babysitten von Seals und Deltas? Mein Guter, ich glaube, das kommt früher, als dir lieb ist. 35,6. So, wer mich kennt und wer schon einige Shooter auf meinem... Alter, halt die Fresse. Wer schon einige Shooter auf meinem Kanal gesehen hat, weiß, dass ich auf der Konsole mit dem Controller nicht so geschickt umgehen kann. Also zumindest bei Shootern. Und deshalb bitte ich um etwas Nachsicht. Ja, ja, komm. Ich häng fest. Gibt's doch gar nicht. Hier, guck mal, ey, ist unglaublich. Ja, ja. Kinder. Es wird eher ein gemütlicher Lauf. Oh. Ja, das war natürlich jetzt nicht so gut. Ja, ja, ja. Zu Ihrem Team oder gehen Sie wieder rein und wiederholen Sie den Kurs? Nee, der Kurs reicht. So, und wie gesagt, ich werde auf Rekrut anfangen. Ich bin zwar kein Neuling in First-Person-Shootern, aber wie gesagt, ich habe auf der Konsole so ein paar... Ne? Warum rücken wir ab? Alle Mann in die Fahrzeuge, wir rücken ab! Hat er den angefahren? Was? Oh Mann. Nebenbei ein Schlückchen Kaffee. Wir sind die mächtigste Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns. Weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den Unterschied zwischen Gedeih und Verderben eures Volkes. Wir können euch keinen Frieden geben, aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl.
Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat, aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Dies ist eine Zeit für Helden. Eine Zeit für Legenden. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. An die Arbeit. Alles klar. Kriegen wir hin. Teamspieler, Tag 1, 16.08 Uhr. TFC ist Private First Class, oder? Joseph Allen. Was geht da direkt? Etwas actionreich los. Aufstehen, Private Allen! Die Ranger übernehmen! Ja, Sir! Gut. Von da. Okay, ich weiß nicht, ob diese Entfernung mit so einem Gewehr realistisch ist. Alter. Was für Raketenwerfer? Oh. Läuft. Verpassen Sie denen was über den Fluss rüber. Läuft überhaupt nicht. Was ist denn hier los? Ah, alles klar. So. Hunter 2-1, hier Devil 1-1. 2 F-15-Jäger. 1-5 Meilen, Bereitschaft bei 3 Sierra. Nordwesten, Gebiet 9. Ladung 2 J-Dams und 2 Harms. Auf der Brücke oben auf 10 Uhr. Mehrere Ziele. Ausschalten! Auf der Brücke, andere Seite! In Bereitschaft. Devil 1-1. Sie rücken ab! Weiter angreifen! Kriegen wir hin. So. Ach komm schon. Kriegen wir anscheinend nicht hin. Angriff wird eingeleitet. Ziel erfasst. Hier nicht weglaufen. Wer anfängt? Alles klar! Ab nach Hause! Oder auch nicht. Rein, wir sind unterwegs. So, ein bisschen kennt man anscheinend noch. Oder nicht anscheinend, ein bisschen kennt man noch aus dem Original. Welches Gebäude ist es, Sir? Das große auf 1 Uhr! Hey Mann, welches Gebäude? Das große auf 1 Uhr. Hey Dave, welches ist es? Ist es das linke oder das rechte? Das linke. Ist das nicht etwas eng für das Sonderkommando? Seit wann hat Shepard ein Problem mit Gefahr? Ja. Ja, Mann, genau so! Nimmst das! Oh ja. Okay, wir rücken vor! Da, das Gebäude stürzt ein! Im Netz wird es richtig Kohle geben! Und weiter, Video! Alles klar, auf geht's! Verstanden, Hunter 2. Alle Hunter 2-Fahrzeuge nach Zivilisten Ausschau halten! Angriffserlaubnis ist nur, wenn sie zuerst feuern. Die Dächer nach Feinden absuchen. Vorsichtig vorgehen. Irgendwas zu sehen? Nein. Alles wie ausgestorben. Nur Staub und Dreck. Overlord, hier Hunter 2-1. Überqueren Tunnel Harvey bei Straße Elizabeth. Roger, Hunter 2-1. Vorsichtig vorrücken. Aufpassen, Leute. Er ist wie im Wilden Westen hier. Roger. Auf die Gassen achten. Also, das wäre echt nichts für mich. Gebe Deckung. Ein wenig bedrückend. Drei Feinde auf dem Balkon auf 12 Uhr. Wahrscheinlich Milizkämpfer. Sind sie bewaffnet? Negativ. Sie beobachten uns nur. Ich wette, sie beobachten uns. Heißt nicht, dass wir auf sie schießen dürfen. Na, guck mal. Warte mal, ist Rusty da. Sieht sie jemand? Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe gar nichts. Fahrzeuge, hier Sergeant Foley. Bereit machen zum Angriff. Waffe zu Feuer auf mehreren Richtungen. Dann legen wir mal los. Alle auf meine Mauer hinter uns. Da sind sie alle fertig, Waffe. Leute.
Ja, sieht man, ne? Ist, Wir sind abgeschnitten! Boah, Leute, Alter. Wieso, Alter? Aha. Den habe ich wohl zu spät gesehen. Elender? Okay, wer von euch ist Elender? So. Sind alle okay? Erstmal ein bisschen. Sie bewegen sich oben. Weg von den Fenstern und die obere Etage sichern. Los, los! Oder wir nehmen den mit. Er hat natürlich ein bisschen mehr Bums, ne? Leute. Blendgranate da rein. Alles klar. Arsch. Freundchen. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt, möchtet, wie auch immer, lasst mir einfach ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Und wenn es auch nicht zu viel verlangt ist, lasst mir einfach ein Abo da. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.